Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz, mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Servus ihr Lieben, es ist wieder Samstag und es ist wieder Pink Spirit Talk Time. Aus gegebenem Anlass möchte ich in der heutigen Folge auf das Thema Sterben, Tod und Trauer eingehen. Und diese Folge widme ich meiner in der letzten Woche verstorbenen Oma, die wie eine Mama für mich war. Muss ich jetzt auch gucken, dass ich nicht zu emotional werde. Ich möchte mich bei euch allen für die ganz große Anteilnahme bedanken. Ich habe so viel schöne Zuschriften bekommen, so viel heilsame Worte von euch erhalten, so viel Verständnis. Ich habe sogar Postkarte bekommen mit einer Umarmung aus der Ferne. Also eure Zeile und eure Kommentare haben mich zutiefst berührt. Ich werde wohl in der Folge wohl immer mal wieder emotional, es tut mir leid. Und dafür möchte ich euch von ganzem Herzen danken. Ihr wisst gar nicht, wie viel das mir bedeutet hat und wie heilsam es war, so viel von euch an Anteilnahme zu lesen. Deshalb stand in der letzten Woche ab Pink Spirit ein paar Tage still, weil es einfach für mich an der Zeit war, in die Stille zu gehen. Von dem Meister habe ich wirklich ganz großes Verständnis deshalb auch geschenkt bekommen. Es gab einige wenige, die nicht so amused waren, wenn die Mails mal 2-3 Tage gedauert haben. Aber ich denke, das sind vielleicht alle die Menschen, die zu mir passen, sage ich jetzt mal ganz provokant. Wo fange ich an? Auch als Medium trauert man, weil ich alles nur die letzte Woche, was die letzte Woche, die letzte Tage so ein bisschen Unsicherheit bei den Nachrichten oder Posts von euch gespürt habe, wie man mit dem Medium umgeht, das trauert. Und ich glaube, das ist auch schwierig zu erklären. Und selbst ich habe in meiner Ausbildung ist eine Freundin gestorben von mir. Und da dachte ich, ich darf nicht trauern, denn ich bin hier ein Medium, ich nehme den Verstorbenen sofort wahr. Das ist so und trotzdem ist der Mensch weg. Und auch ich als Medium durchlaufe gerade meinen Trauerprozess und es ist so wichtig, zu weinen, die Emotionen rauszulassen, in Erinnerungen schwelgen, Fotoalben rausnehmen. Jeder hat natürlich eine andere Art und Weise, mit der Trauer umzugehen. Ich bin einfach so. Ich schwelge dann in Erinnerungen mit der Familie. Wir haben viel Gespräche geführt, was wir alles mit der Oma erlebt haben. Und mir tut es enorm gut. Mit der Trauer um die Oma ist dann natürlich auch die Trauer nochmal um den Opa. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mein Opa so der wichtigste Mensch in meinem Leben war, der vor 6 Jahren gestorben ist, der Ehemann von der Oma war. Und die beiden haben mich wirklich im Leben geprägt. Und um das bin ich so unendlich dankbar. Ich möchte euch einfach in dieser Folge an meiner Trauer dran teilhaben lassen. Es wird sehr persönlich sein, diese Folge, damit einfach jeder sieht, dass jeder Mensch trauert, egal ob er Medium ist, ob er Sterbebegleiter ist, ob er Bestatter ist. Also auch wenn man in Anführungszeichen in der Branche tätig ist, schmerzt es ganz genauso. Und es ist mir einfach wichtig, einmal da ehrlich zu sein und wach zu rütteln, weil ihr wisst, das Thema ist so ganz groß geschrieben für mich. Einfach mal die Themen Tod, Sterben, Trauer aus dieser scheiß Tabuzone zu holen. Und da ich merke in meiner Trauer, ich schreibe immer mal wieder Freunde, entfernte Bekannte, melde dich, wenn es dir nicht so gut geht. Wir sind da, das ist halt definitiv so, aber ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der nicht der Typ ist, obwohl ich so extrovertiert bin, der jetzt aktiv um Hilfe bittet. Ja? Ich bin um jeden Mensch dankbar, der einfach da ist, der einem die Hand reicht, der vorbeikommt, der ein liebes Wort hat. Aber ich merke einmal wieder selbst an mir, man fragt nicht, kannst du für mich da sein? Ja, weil man gerade mit sich selber beschäftigt ist, man so ein Stück weit neben der Spur ist, das Leben oder die Welt hat sich im Moment aufgehört zu drehen.
Ja, und gerade in dieser Corona-Zeit, wo man ja eh dann viel allein ist, erlebt man die Trauer, finde ich, auch nochmal anders. Also so viel dazu. Und deswegen auch nochmal den Appell an meine ganze Pink-Community, wie ich euch mittlerweile nenne. Wenn in eurem Umfeld es Menschen gibt, die Menschen verloren haben, die in Trauer sind, bitte geht auf sie zu, wenn euch danach ist und es euch wichtig ist. Ich weiß auch nicht, jeder kann mit Trauer umgehen. Schreibt nicht nur, ich bin da, melde dich, wenn du mich brauchst, sondern meldet euch, geht auf die Menschen zu, ruft an, klingelt, schreibt Nachrichten. Mehr wie eine Ignoranz oder ein Nein könnt ihr nicht hören. So viel dazu. Es wird aber bei uns jetzt so sein, dass die Beerdigung nur im kleinsten Kreis stattfinden darf, aufgrund von Corona, wobei ich, was im Moment wieder abgeht, gell, ich kann nur noch lachen, es ist so lächerlich. Die Beerdigungen werden nur noch im Freien stattfinden. Man darf nur noch zu fünft hin zur Beerdigung im Freien. Also alles, ja, egal. Aber ich muss sagen, ich bin mega dankbar drum, dass es in einem kleinen Rahmen stattfinden darf. Weil ich zum Beispiel persönlich und nochmal Trauer und das Ganze außenrum ist immer eine individuelle Sache. Jeder Mensch braucht was anderes und jeder geht anders damit um. Dass ich euch jetzt so einen persönlichen Einblick gebe, möchte ich einfach nochmal das Thema Trauer aus der Tabuzone holen. Und so wie ich trauere, wird nicht jeder trauern. Das ist mir auch nochmal wichtig. Ich sehe an unsere Familie, jeder von uns trauert individuell. Auf jeden Fall, bei meinem Opa war es so, dass es eine riesige Beerdigung war, weil meine Großeltern in dem Ort, wo wir leben, nicht unbekannt sind. Und für mich das Schlimmste war, ja, ich weiß es noch, die Trauerhalle war schon zur Hälfte gefüllt und jeder hat geguckt, wie man reagiert. Und ich habe halt trotzdem Wasser geheult. Ich bin fast zusammengebrochen vor dieser Urne. Und es war dann auch wieder Aufseher. Also, was ich damit sagen will, ich bin echt froh, einfach den Moment der Trauer allein zu haben, nicht in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht beobachtet zu werden, sondern einfach nur um den Mensch, den man so geliebt oder immer noch liebt, zu trauern. Das dazu. Das war mir jetzt wirklich enorm wichtig. Kinder, also mein kleiner Neffe ist ja 6 Jahre. Der hat dann auch mitbekommen, dass die Oma gestorben ist. Wir haben ihn erst aus dem ganzen Sterbeprozess rausgehalten. Der Sterbeprozess von der Oma hat 3 Tage gedauert, weil mein Neffe im Moment sowieso die Welt nicht mehr versteht mit nahe seine 6 Jahre. Er darf nicht in die Kindergarten und er ist genauso extrovertiert wie ich. Der braucht seine sozialen Kontakte. Er durfte seine Freundin nicht sehen. Für das, was für ihn ganz schlimm war, er ist im letzten Kindergartenjahr. Er darf nicht die andere Kinder betreue als Vorschulkind. Überall bekommt er mit, die Menschen sterben. Er bekommt die Angst gefühlsmäßig mit. Also das Kind war völlig neben der Spur. Und dann haben wir uns einfach als Familie entschlossen, es ihm dann zu sagen, wenn die Oma verstorben ist, nur auf behutsame Art und Weise, dass er es nicht mit Corona verknüpft. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen. Und an dem Tag, wo die Oma dann gestorben ist, haben wir uns als Familie getroffen bei meinen Eltern. Und der kleine Knirps, wir haben so eine besondere Verbindung, weil er das Gleiche wahrnimmt wie ich. Dann sitzt er so neben mir und sagt: Annette, ich habe ganz schön geweint, als ich das erfahren habe. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt: Ja, ich auch. Und dann war er ziemlich überrascht, weil nicht jeder bei uns in der Familie so offen mit den Emotionen rumgeht. Und dann hat er gesagt: Gell, das ist traurig. Und dann habe ich gesagt: Ja, Luca, das ist traurig. Und er wusste, dass ich bei der Oma war, als sie gestorben ist. Und dann hat er gemeint: Ja, Annette, was ist denn jetzt da passiert? Und dann habe ich mich mit Gibi verbunden, wie ich es jetzt dem Kind sagen soll. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Weißt du, ich war einfach bei der Oma und die war einfach alt. Und es war dann einfach so, dass die Engel gekommen sind und der Opa vom Himmel und haben sie abgeholt und mit in den Himmel genommen. Und da sitzt sie jetzt und guckt runter und passt auf dich auf. Wirklich? Und ich so: Ja, wirklich, das ist so. Und in dem Moment stand der Oma und Opa schon neben mir. Und damit konnte das Kind echt was anfangen. Jeder hat einen anderen Glaube. Und jeder soll seinem Kind beibringen, wie er will. Ich kann immer nur euch meine persönliche Erfahrung mitteilen. Und dann guckt er mich an und sagt: Aber Annette, zur Beerdigung komme ich mit. Und ich sage: Ja, zur Beerdigung kommst du mit. Für dieses Kind ist es ein ganz großer Wunsch, mit zur Beerdigung zu kommen, weil ich ja immer mal wieder E-Mails bekomme, wie alt darf ein Kind sein. Ich kann es nicht pauschal beantworten. Jedes Kind tickt anders. Jedes Kind trauert anders da. Und jedes Kind braucht einen anderen Zuspruch.
Und wenn es einem Kind so enorm wichtig ist, mit zur Trauerfeier zu kommen, warum soll man das mit dem Kind verbieten? Als damals in meiner Ausbildung eben die Freundin von mir gestorben ist, ist damals mein großer Neffe mit auf die Beerdigung, weil es ja, Freunde von der Familie waren. Und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, du kannst mit. Wenn es dir aber zu viel ist, habe dann ich gesagt, gehe ich mit dir raus. Sag einfach Annette oder stumpf mich von der, oder stupse mich, das war das kurpfälzische Stumpe, stups mich von der Seite und ich gehe mit dir raus. Und es war dann wirklich so, dass es ihm irgendwann zu viel wurde, aber dann war noch ein anderer Freund da, mit dem er dann raus ist und einfach gespielt hat. Also ich glaube, für die Kinder ist es enorm wichtig, zum einen mitzubekommen, dass die Erwachsenen auch traurig sind, ja, dass sie nicht allein sind, dass sie traurig sind, dass das normal ist. Und zum anderen, dass sie die Möglichkeit haben, auch Abschied zu nehmen, aber auf ihre Art und Weise. Also sie zu überfordern, wäre auch falsch. Das ist unsere Art und Weise, damit umzugehen. Also meine. Ja, es war somit der erste Mensch, den ich aktiv in seinem Sterbeprozess begleitet durfte, meine Oma. Mein Opa habe ich ein Stück weit begleitet, aber er hat es ja vorgezogen, so die letzte Stunde allein sich zu nehmen, weil er es wohl nicht geschafft hätte, so dass zumindest mir immer wieder zu verstehen gäbe, wenn jemand da gewesen wäre, zu gehen. Bei der Oma war es so, die Oma war alt, um Himmels Willen, sie durfte 94 Jahre alt werden und trotzdem ist es ein Mensch, der fehlt. Ja, manche sagen dann, die war ja alt, ja, aber es tut genauso weh. Davon sollte man auch mal abkommen, ja, von dieser Altersgrenze. Wann tut es weh und wann nicht? Es ist scheißegal, wie alt ein Mensch ist. Da muss ich jetzt auch nochmal einen Appell für alle Eltern, ja, für alle Eltern richten, die ein Sternekind haben, die, wo das Kind am Anfang der Schwangerschaft verloren wird, wo das am Anfang einer Schwangerschaft das Kind vorzieht, in den Himmel zu gehen, weil es im Lebensplan von dem Kind steht. Ja, hallo, das war eine Seele, das war ein Mensch, auf den man sich gefreut hat. Meint ihr, das tut weniger weh, wenn ich dann manchmal so Sätze mitbekomme wie, naja, es wäre schlimmer gewesen, das Kind wäre auf die Welt gekommen. Oder wisst ihr, wie ich meine, es kann keiner beurteilen, wie weh das tut. Oder für mich ist es egal, wie alt ein Mensch ist. Also deswegen hört auf, das irgendwie zu pauschalisieren, das ist mir auch nochmal wichtig. Sorry, Kaffeemaschine ging aus, habe ich vorher nicht dran gedacht, als ich den Podcast anfangen habe aufzunehmen. Also auch hier, jeder ist anders und hört auf, das zu pauschalisieren, das liegt mir auch nochmal am Herzen. Meine Oma ist an dem Zeitpunkt, wo mein Opa gestorben ist, vor 6 Jahren, die beide waren über 65 Jahre zusammen und sie haben sich wirklich geliebt. Es war zwar immer mal schwierig mit den zwei, ich habe noch nie so zwei Streite und gleichzeitig wieder Lache hören, also Beziehung mit Höhe und Tiefe, die den Krieg gemeinsam durchstanden habe, die so viel miteinander durchgestanden habe, das war Beziehung auf Augenhöhe. Meine Oma war nicht immer einfach und es war einfach immer schön, die zwei zu sehen, einfach wie mein Opa, als sie voller Liebe angeguckt hat und gesagt hat, die Madame, also immer so, sie ist nicht einfach, aber ich liebe sie halt. Und umgekehrt genauso. Und an dem Tag, wo mein Opa gestorben ist, ist meine Oma an dem gleichen Tag zu 100% in die Demenz. Also das war eigentlich, sie ist an dem Tag für mich beide gestorben. Ich hoffe, das hört sich nicht falsch an. Wir haben uns dann damals dazu entschieden, dass die Oma in einem Heim besser aufgehoben ist, weil wir alle noch berufstätig waren und wir also die Pflege nicht daheim darstellen konnten und wir uns auch dagegen entschieden haben, uns ja, jemand aus Polen, man kann es ja offen sagen, oder Rumänien zu holen, weil ich das wiederum bei jemandem miterlebt habe, wo ich mal im Haus gewohnt habe, dass ich das ja, schwierig fand, wenn man sich nicht artikulieren kann, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Und mir sie einfach in professionelle Hände geben wollte. Und da war sie die letzten Jahre und die Oma hat auch 4-mal den Anlauf genommen zu sterben. Also mir musste auch viel mit unserer Oma nach. Ich weiß noch so, der letzte Anlauf, der war vor einem Jahr. Bin ich auch reingefahren, weil es kam ein Anruf, was es sieht wohl aus, dass es zum Ende geht. Und mal war an ums Bett um die Oma gestanden. Und ich habe gemerkt, wie der Raum voll war von ihren Eltern im Jenseits, von meinem Opa und sie guckt mich an. Und in dem Moment war sie auf einmal klar und sagt, Annette, du nimmst sie auch wahr. Obwohl die Oma vor 6 Jahren nicht wusste, dass ich ein Medium bin. Ja, ich habe das ja erst vor 4 Jahren geoutet. Und dann habe ich gesagt, ja Oma, ich sehe sie. Weißt du, warum sie da sind? Nee. Und dann habe ich gesagt, deine Eltern sind da,
Der Opa ist da, die wollte dich holen. Ja, wohin? Dann habe ich gesagt, jetzt geht's nach Hause. Ich muss echt noch lachen, meine Oma ist so der Knaller gewesen. Und sie war im Bett schon sterbend gelegen. Dann macht sie die Decke hoch, dann sage ich, Oma, was ist denn los? Ah ja, wenn ich jetzt nach Hause gehe, muss ich Schuhe anziehen, oder? Ich habe so lachen müssen in meinem ganzen Trauer, ich konnte nicht mehr. Sie hat dann aber sich nochmal aufgerappelt und jetzt kam halt, wie gesagt, nochmal der Anruf und dann bin ich reingefahren und dann hat man aber gemerkt, diesmal ist es wirklich so. Sie wurde dann palliativ, also es wurde, da kam dann der Arzt, sie wurde mit Medikamenten eingestellt, weil sie halt Schmerzen gehabt hat. Und ja, mir Familie war einfach dann da, war dann in der einen, am einen Abend gemerkt, okay, das dauert noch. Und die Pfleger, und mir durfte trotz Corona ins Heim, also diese Regelung gab es, man musste sich dann halt, man muss Mundschutz und. Und im Sterbezimmer habe ich mir dann erlaubt, meine Handschuhe auszuziehen, weil ich meine Oma nicht mit Plastikhandschuhen im letzten Weg bekleiden wollte und streichle und sie mit Wasser befeuchten wollte. Also das hätte ich wirklich unmenschlich, weil selbst wenn ich Corona hätte, sorry, meine Oma lag im Sterbe. Und ich muss, was ich auch sagen muss, also in dieser Nacht sind wir dann nochmal heim. Ich bin, glaube ich, um 23:30 heim und bin dann am nächsten Tag wieder hin. Und da hat man dann gemerkt, okay, immer mehr. Ich habe immer mehr die geistige Welt wahrgenommen. Es war Wahnsinn, wie viel Liebe in dem Raum war, wie viel Friede war. Aber auch gespürt, dass die Oma unheimlich sich schwer tut, loszulassen. Und was ich wunderschön fand zu beobachten, weil ich war ja dann wirklich 2 Tage und 1,5 Nächte bei ihr, wie liebevoll die Pfleger mit ihr umgegangen sind, wie viel Liebe da war. Also das hat mich fast umgehauen, das fand ich wunderschön. Aber zurück zum Sterbeprozess. Ich habe mit jeder Stunde gemerkt, wie von der geistigen Welt immer wieder die Energie angehoben wurde, immer wieder Heilung geschickt worden ist, dass sie mich sich immer leichter tut, loszulassen. Ich habe ihr immer wieder viel Heilung dazwischen gegeben, weil sie dann noch eine Lungenentzündung zum Schluss bekomme. Ich habe den liebe Patrick in der Schweiz angeschrieben. Nochmal ganz großes Dankeschön an dich, Patrick. Ich werde das niemals vergessen. Der ihr dann immer wieder Heilung gegeben hat. Da hat man echt gemerkt, ab dem Moment, wo Patrick sich eingeschaltet hat, ist Friede in dem Zimmer gewesen. Hellsichtig hat man einfach gesehen, wie die Geistführer da waren, wie die Verstorbenen da waren. Ihre Eltern waren unheimlich präsent. Mein Opa war unheimlich präsent. Und dann so am Abend, bevor sie dann am nächsten Tag gestorben ist, hat man dann auch gemerkt, wie die Engel dazu kamen. Also es war wie ein Kreis um ihrem Bett, erst die Verstorbenen, dann die Geistführer, dann die Engel. Irgendwie hat man auch die Liebe Gott gespürt. Ich weiß nicht, es hört sich alles so ein bisschen komisch an und crazy und ihr wisst, ich bin ja die Esotussi, aber ich kann es echt nicht in Worte beschreiben, wie das war, voller Friede. Meine Eltern habe ich irgendwann heimgeschickt, weil sie doch, man hat einfach gemerkt, immer wenn die Oma mal Aussetzer gehabt hat mit der Atmung, war Angst da, dass es jetzt so weit sein könnte und ich dann auch das gespürt habe und ja, die Eltern auch von sich dann ausgesagt haben, sie gehen jetzt nochmal heim und schlafe ein paar Stunden und ich habe dann gemerkt, der Sterbende spürt es einfach, wenn im Raum jemand ist, der Angst hat, dass derjenige jetzt wirklich stirbt. Und ab dem Zeitpunkt ist dann nochmal Frieda, wo ich mit der Oma allein gewesen bin. Ich kann das echt nicht in Worte beschreiben. Ich bin mega dankbar, dass ich mit ihr einfach die Zeit nochmal hatte. Ich habe dann so um Mitternacht ungefähr war Opa nochmal unheimlich präsent. Und dann habe ich eigentlich gespürt, jetzt geht sie aus ihrem Körper. Und dann waren sie beide plötzlich da und muss ich jetzt fast anfangen zu weinen. Es war wirklich wie in meiner Kindheit, dieses Beschütztsein, dieses Dasein. Ja, und dann, für mich ist die Oma gefühlt in dem Moment eigentlich ins Jenseits gewechselt. Sie hat dann aber noch bis zum nächsten Morgen hat der Körper geatmet und ich habe dann dafür gesorgt, dass ihr Medikamente kriegt, dass es einfach leichter war, der Übergang. Meine Eltern kamen dann am Morgen wieder und die Mama hat dann auch gesagt, eigentlich ist es irgendwie nur noch wie leere Hülle. Und irgendwann dann hat man gemerkt, der Atem wird immer flacher und dann hat auch der Körper die letzte Ruhe gefunden. Ich drücke es mal so aus. Ich bin jetzt wirklich ganz detailliert in den Sterbeprozess von meiner Oma eingegangen und die Oma war sofort da. Die Oma hat sofort Zeichen geschickt. Also ich kann diese Theorie, die es
die ich immer mal wieder entgegengebracht kriege, der Verstorbene schläft noch ein halbes Jahr, wo ich dann immer denke, hallo, der ist tot, der muss nicht mehr schlafen. oder sie brauchen einen Moment, die Verstorbene brauchen nicht einen Moment, die Verstorbene sind sofort da, sie stand sofort mit dem Opa neben mir. Jetzt in der Trauer, wenn dann wieder die Trauer hochkommt, sie sind da, sie beruhigen mich. Ich bekomme schon mit, dass die Oma in so einem Prozess ist, also Lebensfilm angucke und. Aber ich merke, es gibt keinen Raum und keine Zeit, das erste Mal, was immer für mich schwierig ist, wenn Gibi mir die Antwort gibt, weil ich glaube, wie soll ich es denn erklären, die Oma guckt gleichzeitig den Lebensfilm und gleichzeitig ist sie da und tröstet mich. Das ist echt Wahnsinn. Das so viel dazu. Auch die Gespräche mit dem Bestatter nochmal. Es ist einfach schön zu sehen, wie die Menschen damit umgehen. Schön, dass es so Menschen mit Herz gibt, die diese Berufe ausüben. Und ich hoffe und wünsche uns in unserem Land, weil Schweiz und Österreich sind da einfach weiter, dass das Thema Tod, Sterben und Trauer mal irgendwo an Angst verliert. Ja, die Oma fehlt mir brutal, mein Opa um Himmels Willen und trotzdem sind sie da. Also da gibt es so einen schönen Spruch, ich habe nur den Raum gewechselt und so erlebe ich es. Also sie sind da, sie sind präsent und meine Eltern haben zu mir gesagt, Kind, wir sind so stolz auf dich, wie du das gemacht hast und man hat einfach deinen Glaube in dem Moment gespürt, den du ausgestrahlt hast, deine Ruhe, dein Frieden, man hat gespürt, das, was du machst als Beruf jetzt, das ist nicht nur irgendwie ein Glaube, sondern es ist ein Wissen. Also es hat mich unheimlich berührt, dass es meine Mama zu mir gesagt hat, die einfach gesagt hat, Kind, ich habe einfach dich beobachtet und man hat einfach in den Momenten gespürt, die Annette glaubt nicht nur, die Annette weiß es. Die Annette hat ein tiefes Wissen, dass es weitergeht. Und ich sagte, ja Mama, das ist so, der Job beweist mir, der Opa beweist mir, ist jetzt die Oma. Ich habe zum Beispiel ihre Schwester unheimlich präsent gespürt, obwohl ich gar nicht wusste, dass die tot ist. Wir haben recherchiert, weil es war kein Kontakt mehr und die Schwester war wirklich tot von der Oma. Ich will euch einfach damit sagen, der Glaube, es gibt ein Leben nach dem Tod, der beruhigt so und der gibt einem Kraft und man weiß, man sieht sich wieder. Und es hat mir ganz viel Angst in meinem Leben genommen. Natürlich ist es eine Ungewissheit, wie sieht mein Tod aus, wie ist der Sterbeprozess, aber ich möchte euch einfach in dieser persönlichen Folge wollte euch mitnehmen in dieser letzten Reise von meiner Oma, um einfach euch die Zuversicht zu geben, es ist Friede pur. Und ich habe jetzt in den letzten 4 Jahren so viele Jenseitskontakte gegeben. Und ich hatte immer mal wieder Kontakte, egal ob es ein Unfall war, ob es ein Herzinfarkt war, ein Schlaganfall. Es gab ja, glaube ich, noch fast keine Todesursache, die ich noch nicht hatte. Und es war oft so, oder gerade auch wenn dann jemand einen Unfall hat und doch noch ins Krankenhaus und im Koma lag, dass es immer mal wieder vorkam, dass die Seele schon vorher aus dem Körper gegangen ist. Und der Friede immer da war, das ist das, was ich euch sagen will, egal ob eure liebe Menschen an einem Unfall gestorben sind, egal ob es eine Krankheit war, ob es vielleicht ein Freitod war, egal, dem liebe Gott, und ihr wisst, also ich habe halt den festen Glaube an Gott, ist es egal, also was heißt egal, der urteilt nicht. Und dieser Sterbeprozess ist so viel mit Heilung von der geistigen Welt verbunden, das kann man in Worten nicht ausdrücken. Und für mich war es dann wunderschön, sie ist letzte Woche Donnerstag gestorben, als sie dann, der Tag war so voller Sonne und die Oma war einer der großzügigste Menschen, einer der herzlichsten Menschen. Die Oma war die mutigste Frau, die stärkste Frau, die ich kannte. Der Opa hat oft gesagt, du bist wie deine Oma und das hat mich immer unendlich stolz gemacht. Meine Oma, die hat die Familie allein durch den Krieg gebracht. Meine Oma hat ihr Opa erst nach dem Krieg kennengelernt. Die Oma, was die alles auf die Beine in ihrem Leben gestellt hat, die hat sich allem gestellt. Die Oma war der direkteste Mensch, den ich kenne. Die hatte Blumen, Obst, Gemüsegeschäft gehabt. Und wenn sie mal mitbekommen hat, jemand
hat geklaut, in Anführungszeichen, den hat die sofort zur Rede gestellt. Wisst ihr, wie ich meine? Die Oma war der direkteste und ehrlichste Mensch, den ich kenne. Und ich liebe sie über alles, genauso wie mein Opa. Und ich bin mega dankbar, dass wir diese eine Nacht zusammen hatte, die letzte Nacht. Denn da ist so viel Heilung zwischen uns geflossen, das kann ich gar nicht in Worte beschreiben. Also meine Oma und ich waren immer in Liebe verbunden, es gab keine Heilung zwischen uns, aber mir als Seele habe so viel Heilung in diesem Sterbeprozess bekommen, ich kann das echt nicht in Worte beschreiben. Und es macht auch viel mit mir und ich meine das im positiven Sinne. So, in dieser Folge habt ihr jetzt nicht so oft mein Lachen gehört, ich weiß. Es ist eine ganz persönliche Folge, ich muss das ja irgendwie dann so beschreiben, vielleicht will das auch nicht jeder anhören. Aber wer dem Thema offen ist und irgendwann mal die Möglichkeit hat, einen lieben Mensch auf der letzten Reise über die Regenbogenbrücke zu begleiten, tu's. So schmerzvoll es ist, den Mensch loszulassen, bekommst du genauso viel Heilung und Liebe zurück. Und dieser Friede, der macht mit einem was. Und hat mich noch mal einmal mehr bestärkt. Alles ist gut, so wie es ist. Amen. Ihr Lieben, ich möchte jetzt einfach mit diesen Worten belassen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Wenn ihr Fragen habt, postet gerne Kommentare. Wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Thema Tod, Trauer oder Sterbeprozess habt, postet, sei so lieb, in die Kommentare und ich werde gerne Fortsetzungsfolge aufnehmen. Sorry, dass ich heute ich bin sehr auf einen Dialekt verfalle. Ich hoffe, ihr versteht es, weil es war für mich jetzt unheimlich emotionale Folge. Ich weiß auch, dass ich Wortfindungsstörung hatte wegen der Folge. Bitte verzeiht, seht es mir nach. Ich drücke euch ganz lieb und danke für eure Verständnis nochmal und für eure Liebe, die ich spüren durfte die letzte Woche. Ich bin mega dankbar um euch. Sing King, eure Annette.